Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, ich bin ein bisschen weitergelaufen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Von da hinten kommen wir und dann bin ich jetzt hier langsam reingelaufen in so ein Dorf mal wieder. Und ja, hab mal auch geguckt wieder nach Rüstung und was hab ich alles und ein bisschen wieder Plunder zusammensortiert. Und wenn man sich halt hier die Karte anguckt, dann kann man halt sich hier auch, wie man sieht, die ganze Landkarte, also die ganze Weltkarte anschauen. Und das ist sehr interessant, definitiv, weil man, ja, kannst du das wieder ranzoomen, genau, weil von hier irgendwo Odarath oder so, da kommen wir ja her und jetzt sind wir schon hier. Und hier wollen wir hin, die Dolche abliefen, da kann man dann auch direkt hin, glaube ich, und einen Wegpunkt setzen und dann führt einen das hoffentlich da direkt auch hin. Gebietskarte ist nämlich das hier eigentlich und trotzdem finde ich das halt mal interessant, das auch mal zu zeigen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das heißt, wo wir hier sind. Aber wir können uns ja einfach mal umschauen. Didenhill. Alles klar, wir sind in Didenhill. Mein Vater hat Husten und muss das Bett töten. Es ist kein Pestschild mehr übrig. Keins? Gar keins? Es tut mir leid. Es ist einfach keines mehr da. Alles weg. Wahrscheinlich können wir jetzt hier wieder 1000 Sachen machen und helfen. Es tut mir leid, aber ich habe kein Pestschild mehr. Ich kann nichts für euch tun und auch für niemand anderen, bis ich es habe. Verfluchte Blutpest. Wozu dient das? Ja, erzähl mal ein bisschen über die Blutpest. Was ist denn los? Normalerweise würde ich sagen, es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Meistens stirbt man nicht daran, sondern wird nur geschwächt. Es ist nur das halbe Dorf erkrankt, aber ein Dorf, das im Bett liegt, muss früher oder später verhungern. Okay, das ist krass. Was ist denn das für ein Ort hier? Alles Einfallspinsel, Tölpel und Wichtigtuer. Außer den armen, verwahrlosten Kranken in meiner Obhut. Ich nehme an, sie meinen es alle gut. Aber der Luftzug aus diesen Wäldern hat ihnen den Verstand vernebelt. Pestschild? Die einzige Arznei zur Behandlung der Blutpest. Nur wenige können sie herstellen. Ich jedenfalls kann es nicht, trotz all meiner Jahre als Heilerin. Ich mag sie, die Astrid Frisk. Wozu dient denn das Pestschild? Es ist eine Arznei gegen die Blutpest, die inzwischen fast alle Bürger Didenhills befallen hat. Bruder Fallon wollte noch mehr bringen. Keine Ahnung, wo er steckt. Okay, ich werde ihn auf jeden Fall suchen. Ich finde, man sollte ihr helfen. Gut, denn das ganze Dorf braucht dieses Pestschild. Vergesst, was mit diesem Hornochsen passiert ist. Ich brauche die Arznei. Mindestens 3 Pakete. Folgt der Straße durch den Glendara-Wald zur Mission. Bringt das Pestschild selbst, wenn es sein muss. Alles klar. Wo ist das Pestschild nochmal? Nun, Bruder Fallon müsste es haben. Allerdings müsste er auch längst wieder hier sein. Geht in den Glandara-Wald, zur Mission. Sucht ihn und das Pestschild. Alles klar. Nun, macht euch schon auf den Weg. Ja, ich werde das noch machen, aber erstmal will ich mich hier umschauen. Hier überschneidet sich auch schön die Musik. Wer ist denn Kester Barclay? Bei Metaro. Was zum Teufel wollt... Oh, hallo. Hat der Dios euch geschickt? Kester Barclay, bitte verzeiht, ich wollte nicht unhöflich sein. Diese Krise raubt mir noch den Verstand. Okay, was sagst du denn hier zu der Blutpest? Sie wird euch vermutlich nicht töten, nur schwächen wie ein kleines Kätzchen, was in dieser Gegend dem Tod gleichkommt. Okay, auch nicht gerade schön, in so eine Gegend zu kommen, wo voll die Pest herrscht. Wir sind einfache Leute hier, Händler und Handwerker. Wir sind nicht darauf eingerichtet, mit so einer Bedrohung fertig zu werden. Ich bin hier aufgewachsen, kann mich noch gut erinnern, wie ich damals in den Krieg gezogen bin. Als ich zurückkam, war ich der Stolz des Dorfes. Aber ich hatte mit der Kämpferei abgeschlossen. Der Junge braucht Ruhe, er hat Husten. Aber er hört weder auf mich noch auf seinen eigenen Bruder. Die Blutpest und die Boggarts verbreiten sich in ganz Glendara. Für gewöhnlich halten diese Biester sich von der Stadt fern. Aber offenbar hat ein Jotun die Boggarts aus ihrer Höhle vertrieben. Okay, könnt ihr die Seuche kurieren? Das kann ich nicht. Aber Astrid Frisk, unsere Heilerin, kann es. Wenn sie die nötige Arznei hat. Die ich besorgen werde. Unser Vorrat geht zu Ende. Heute Morgen sollten wir mehr erhalten. Ihr könnt sie fragen, wenn ihr neugierig seid. Ja, habe ich schon. Vielleicht kann ich helfen? Ihr seid entweder mutig oder töricht. Aber wenn ihr die Jotun tötet, würden die Boggarts uns vielleicht in Frieden lassen. Also gut, reist nach Norden in die Höhle der Boggarts in Kolzbein und räumt sie. Mache ich.
Was kann ich sonst noch tun? Die Jotun aus Kolzbein zu vertreiben, wäre das Beste, was ihr für uns tun könnt. Astrid Frist könnte gewiss auch Hilfe gebrauchen. Ja, ich helfe euch auf jeden Fall beiden. Auf bald also. Und find die gar nicht bisher so unsympathisch, wie sie bisher jetzt erwähnt wurden irgendwie. Jetzt kann man hier auch ins Barclay House. Okay, da schaue ich mal, wo ich denn überhaupt reingehe überhaupt. Ja, wir können uns jetzt hier halt, wie gesagt, ein bisschen noch umschauen. Aber dann würde ich irgendwann bald den Quest lieber mit Schnellreise irgendwie verfolgen. Dann geht das ein bisschen schneller. Und auf der anderen Seite bin ich jetzt schon hier. Aber ich denke, ich werde trotzdem die Schnellreise benutzen. Wo sind wir hier? Gewerkhalle. Da gehen wir auch noch mal rein. So, meine Nase juckt. Ja. Sehr interessante Information, ich weiß. Kann ich euch helfen? Murdoch Hein? Die Trankvorräte der Miliz sind aufgebraucht. Und wir haben vor etwa einem Monat unseren Alchemisten verloren. Also ist es jetzt an mir, für Nachschub an Reagenzien zu sorgen und die Tränke zu brauen. Irgendwie. Welche Reagenzien benötigt ihr denn? Unser größtes Problem sind die Boggarts. Und gegen sie hilft am besten Feuer. Ach so. Was wir also brauchen, sind Feuertränke. Aus Zunderzweig und Napolsborke. Man findet sie im Glendara-Wald, aber für jemanden wie mich ist es dort viel zu gefährlich. Verständlich, beschaff euch die Reagenzien. Ihr scheint tatsächlich zur tapferen, heldenhaften Sorte zu gehören. Nun denn, das Dorf verfügt über die entsprechenden Mittel. Zunderzweig findet man häufig auf diesem höhlenartigen Pass südlich des Sees. Und Napolsborke gibt es in den Ruinen im nördlichen Glendara-Wald. Ich freue mich jetzt schon auf den Glendara-Wald. Ich mache das natürlich hier, aber eigentlich gehe ich nur rein, um so ein bisschen Überblick zu kriegen und dann wieder abzuhauen, um mich um die anderen Quests erstmal zu küssen. Küssen. Ich habe jetzt nicht ernsthaft küssen gesagt. Küssen. Ich küsse die Quests, genau. Und herstelle Liebe. Was laber ich hier? Ah, es ist so, wenn man um 10, 11 Uhr abends das aufnimmt, ne? Das ist dann doch schon was anderes als morgens. So, was ich mich halt frag, ist, was wir halt, also alchemiemäßig haben wir auch bis jetzt noch gar nichts irgendwie gemacht, aber da blicke ich auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz durch. Hier haben wir zum Beispiel Isas Atem. Diese bunten Wildblumen wächst nur in den Feinlanden, sie blüht bei Xen. Das sind halt die ganzen Sachen, die wir immer so einsammeln und dann kann man halt irgendwas zusammenstellen. Aber ich traue mich da irgendwie noch nicht so ganz ran und check's nicht und will halt auch nicht meine Sachen irgendwie verbrauchen. Hier können wir halt jetzt wieder rumschmieden. Vielleicht kann sie aber mal unsere, die Inga. Such dir einen Schmied? Vergib mir. Blutpest, wisst ihr? Okay. Kannst du mal einfach bitte die Sachen reparieren? Alle? Mach mal einfach alle. Kannst du das machen? Nee, geht nicht, weil ich nicht so viel Geld habe. Dann mach doch mal bitte meinen Bogen und meine Dolche. Und jetzt habe ich auch schon wieder kaum mehr Geld, aber ich kann ja auch ein paar Sachen noch verkaufen wieder. Ja, mach mal einfach. Ich habe sie, aber lange nicht so schlimm wie manch andere. Der graue Gunnar liegt hernieder, genau wie Kaharin, dieses liebe Mädchen. Die armen Leute. Cora hat uns zusammengebracht. Jetzt können sie und Olin sich um Fremde sorgen, während ich mich um meine Schmiede kümmere. Ein guter Schmied hat immer Arbeit. Vor allem in einem Dorf mit derart vielen Problemen, so tief im Siede. Ist das alles? Ja, im Moment schon, weil mehr Geld habe ich und gar nicht. Legte ihn ins Grüne. Hier könnte ich wieder Sachen stehlen, will ich aber gar nicht. Dann verbrauche ich nur wieder meine andere Sachen. Hallo? Die quatscht mich mal an hier, die Cora. Willkommen in unserer berühmten Gewerkhalle. Wenn ihr etwas kaufen wollt, sprecht mit Olin oder mir. Mach ich gerade. Ich würde ganz gerne eigentlich einkaufen bzw. verkaufen. Und zwar sämtlichen Plunder verkaufen. Zack, haben wir nämlich auch schon wieder ein bisschen mehr Geld. So, jetzt gehe ich wieder in den Kaufmodus und schau mal, was die denn so haben an Sachen. Ja. Sieht schön aus, kann ich mir aber eh alles nicht leisten. Deswegen brauche ich mich eigentlich darum auch gerade nicht kümmern.
Und ihr könnt jederzeit wiederkommen. Quatschen tun wir ein andermal. Ich werde jetzt erstmal rausgehen wieder. War das denn hier der Ausgang? Ja, ne? Ja. So, dann werde ich jetzt per Schnellreise tatsächlich mal schnell reisen. Und gehe jetzt mal hier auf die Karte und probiere das mal aus, wie das geht. Wir gehen auf die Weltkarte und wollen hier unsere Dolcher liefern. Und wie kann ich denn jetzt hier die Schnellreise benutzen, frage ich mich gerade. Und warum setzt du keinen Wegpunkt? Wegpunkt löschen. Wegpunkt setzen. So. Jetzt ist da ein Wegpunkt gesetzt. Es ist zwar schön. Ich hoffe, in der Mission oben im Norden sind alle. Ich dachte jetzt aber eigentlich, dass ich tatsächlich dahin schnell reisen kann. Und mit schnell meine ich schnell. Immer diese Boggarts, so heißen sie, müssen wir uns auch mal merken. Dann werde ich jetzt mal querfeld einlaufen, in der Hoffnung, dass ich da schnell ankomme. Wer bist du denn? Was ihr für Viecher seid, weiß ich auch gerade nicht. Hier haben wir wieder so ein Egelding. So, dann lauf mal schnell dahin. In die Richtung wollen wir zurück. Aber ob das jetzt... Ist das jetzt Schnellreise? Keine Ahnung. Okay. Leute. So, ollen Boggart. Wieder ein paar Himmelsblüte. Ach, das hatten wir ja auch noch nicht. Was wächst hier? Nee, da leuchtet nur irgendwas Schönes. Alles klar. So, da wollte ich lang. Hier in die Richtung wollen wir eigentlich. Naja, eigentlich muss ich wohl da lang. Muss ich noch mehr Feinde killen. Was ist denn da los? Für den Blutritus! Ich weiß auch immer, dass ich diesen Special-Kampf habe, aber manchmal, finde ich, geht's so schneller. So, keine Reagenzien mal wieder gefunden. Was denn hier los? Leichnam, verbrühender Hammer, St. Edwins Gebetskette. Okay, das gehört hier auch zu einem Quest. Und hier haben wir noch einen umgestürzten Karren. Ich nehme mal wieder alles mit. Und lauf weiter in die Richtung. So, irgendwann kommen wir ja mal wieder in die Gegend vielleicht. Wer bist du denn, du Heini? Warum läuft er weg? Hä, wo willst du denn hin? Blutsteintiefen. Okay, ich laufe mal erstmal hier hin. Aber wir sind ja hier in der richtigen Gegend anscheinend. Und wenn ich hier schon so nah dran bin, dann wollen wir das mal machen. Ich soll hier tatsächlich durch? Bin ich jetzt... Hä? Wie kann das denn sein? Ich bin verwirrt.
Ja, die Dolche, das soll... Oder gut, dann geht da rein. Was auch immer uns hier erwartet, alles klar. Waren wir hier schon mal drinne? Nee, deswegen werde ich mal speichern hier, weil ich weiß überhaupt nicht, was hier gerade auf uns zukommt. Keine Ahnung, warum wir hier rein sollen. Vielleicht sollen wir hier die Dolche abliefern? Für unseren Quest halt, den ich zuletzt gemacht habe? Ich weiß es gerade nicht. Ich würde gerne mal wieder jemanden von hinten erledigen, aber das wird schwierig hier, glaube ich. Weil es immer schwierig ist, aber ich versuch's mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Tatsächlich. Das hat er gar nicht gemerkt. Und der andere steht hier so. Ach so, die merken das gar nicht. Der kommt da um die Ecke geschlichen. Merken das beide nicht. Die Idioten. Dann merkt die das ja auch nicht. Jawohl. Sehr schön. Hat ja echt geklappt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier, unser komische Glutaugen-Zeug hier. So, muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Können ja auch immer mal... Huhu. Die schlafen doch. Vielleicht merken die das gar nicht, dass ich jetzt hier rangeschlichen komme. Oh, oh. Ah, wen haben wir denn da? Gleichfalls. So, auch das habe ich mir geschnappt von denen. Und leider hat das hier mit dem Anschleichen nicht geklappt, aber dafür am Anfang. Und das ist auch schon mal gut. Gibt ja immer doch ein paar Erfahrungspunkte mehr. Und wenn hier richtig das Chaos ausbrechen sollte, dann kann ich immer noch hier meine Superpower einsetzen, die ich mir aufgespart habe. So, das ist leicht. Dann schaffen wir das ja vielleicht immer. Natürlich nicht. Irgendwie gehen mir in letzter Zeit nur noch die Dietriche kaputt. Ah, endlich. Nehmen wir mal alles mit. Und dann müssen wir, glaube ich, noch weitere hier erlegen. Huhu. Vielleicht mal nach rechts schnell gehen, bevor die anderen mich da bemerken. Also die Kisten hier kaputt gekloppt. Und da hinten müssten neue Gegner sein. Merken die das, wenn ich komme? Ich glaube schon. Weil die... Das müssen die eigentlich merken. Ja, der merkt das ja jetzt schon. Dann werde ich es auf die Art machen. Ja, geh doch mal aus der Ecke raus. Wenn ich dich töten kann. So. Ich habe gerade mal so diesen Aufladen-Modus nehmen wollen. Den habe ich nämlich auch mit den Dolchen noch nie benutzt. Das muss ich mir mal angewöhnen. Das, was es halt für die Pfeile beim Bogen gibt, das gibt es halt ja auch für die Dolche. Nur das mache ich irgendwie nie. Und dementsprechend muss ich mir das einfach nochmal angewöhnen. Da ist noch eine Kiste. Oder Truhe. Und die muss ich bestimmt auch wieder aufzwirbeln. Nee, die kann ich sogar so direkt nehmen. Das ist ja prima. Vielleicht sollte ich auch einfach mal schauen, ob da jetzt schon mal was bei ist, was besser ist, als was ich jetzt habe. So, bevor ich da hinten hingehe, gucke ich mal, was wir so an neuen Waffen haben. 14, 23... Oh, der sieht ja auch gut aus, hier der Bogen. Was haben wir denn noch so Schönes? Also, eigentlich packe ich mal alles weg.
Das ist 11 und unsere Erodierenden sind 15. Dann sind die ja schon mal wieder schlechter als das, was wir haben. Was ist an sekundären Geschichten hier? Welchen Bogen nehmen wir da? 14, 23, 17. Der kann schon mal weg zum Plunder. Geht aber nicht, weil wir ihn ausgerüstet haben. Dann sieht der doch hier ganz gut aus. So, der kann weg und der auch. Eigentlich benutze ich die anderen auch nicht. Deswegen packe ich den Hammer mal weg. Die werde ich, glaube ich, nie nehmen. Und das andere lasse ich mal noch erstmal drinne. Was haben wir an Rüstung? Den Schleier können wir nicht nehmen, wegen dieser Zauberkraft, die irgendwie noch nicht hoch genug ist. Hier haben wir die Lederkapuze und hier die andere. Welche ist denn gerade besser? Weiß ich gerade gar nicht. Aber die ist schon ganz gut, die wir anhaben. Okay. So, noch eine Lederrüstung. Die habe ich an. 22 plus 12% Volltrefferschaden. Da ist die doch hier sogar besser. Rüstung des Eisschildes, was auch immer. Die ist auch gut. Haben wir so eine Eisresistenz. Wer weiß, was auf uns zukommt. Und hier haben wir noch irgendwas anderes. Das mache ich auch gerade nur, weil ich halt nicht weiß, was da gleich auf uns zukommt. 12, 5. Ja, nehme ich die. Machen wir mal kurz diesen Eisenscheiß ran. Oh, das sieht auch gut aus. Plus 5% Leben. Moment, dann nehme ich die mal. Das finde ich gar nicht schlecht mit den. Ach, die sind ein bisschen haltbarer noch, die Hosen, als unsere. Dann können die ja erstmal zum Plunder. Kann ich das auch gleich mal ein bisschen aufräumen hier nebenbei. Und Accessoires, was haben wir hier? Gebetskette, die durch Kontakt mit den heiligen Relikten von St. Hadwin. Das ist alles ausgerüstet, es kann also so bleiben. Konsumgut können wir ja mal so einen einfachen Heiltrank nehmen. Dann speichere ich noch ab und dann geht's weiter. Wunderbar. Was ist jetzt hier los? Die mache ich platt. Ja, von hinten erdrosselt, ist nicht schön, aber kann uns ganz gut, glaube ich, retten hier gerade. Und jetzt können wir hier mit jemandem reden. Und zwar mit dem Idward der Rote. Ich wusste, dass keiner von Ihnen mir selbst entgegentreten würde. Wer hat euch geschickt? War es Delf? Ugna? Ithran der Schatten, Rote Legion, Una, ich bin wegen des Blutrituals hier. Ihr seid also im Namen von Delf hier, diesem Verräterschwein. Ich nehme an, ihr sollt auch eine Nachricht überbringen. Lasst mich raten. Seine Verbrechen wurden mit Blut bezahlt? Delf ist anscheinend nicht klar, dass der Blutritus ein Privileg der Roten Legion ist. Und dass er dieses Privileg verloren hat, als er uns verriet. Es ist eure Entscheidung, Fremde. Teilt euer Schicksal mit einem Mönch und seinem feigen Gott oder arbeitet für mich. Ich bezahle euch wenigstens für eure Mühen. Nee, ich habe aber nicht so Tolles von dir gehört. Und hier haben wir jetzt die Dolche auch weggepackt. Was verlangt ihr von mir? Ich werde Delf für euch töten. Ich arbeite nicht für Banditen. Erzählt mir nicht, dass ihr ebenso begriffsstutzig seid wie euer Freund Delf. Ich will seinen Tod. Wenn ihr nicht dafür sorgt, schicke ich jemand anderen. Es ist eure Entscheidung. Nö, ich will nicht, dass der getötet wird. Ich arbeite nicht für Banditen. Unklug. Einige von uns sind reicher als Könige. Wenn ihr nicht für uns seid, dann seid ihr gegen uns. Die Rote Legion trinkt das Blut ihrer Feinde. Ich habe euch etwas gefragt. Ihr ist gefährlich, ja, aber auch stumpf wie eine Keule. Er konnte nie über das Reich seiner geliebten Ynadon hinausblicken. Und dafür büßt er nun. Okay, Rote Legion. Sie sind meine Söhne und Brüder. Eine große Familie mit nur einem Ziel in diesem kurzen Leben. Die Schwachen zu bestrafen und die Starken bei uns aufzunehmen. Schon bald wird sich das Rot über ganz Amalur ausbreiten. Okay, Ugna Old Grey. Sein Verrat war der schmerzhafteste. Ich habe den Jungen aus den Tiefen eines Morganbaus gerettet und ihn dann wie meinen eigenen Sohn aufgezogen. Es ist eine Schande, dass er jegliches Rückgrat verloren hat. Mhm. So, war ja klar.
Das ist so übel. Und die stehen da hinten und greifen natürlich jetzt auch an, ist ja klar. Nur nicht schüchtern sein. Ja, das sagt ihr, ne? So, dann schauen wir noch, was hier in der Truhe ist. So, das nehmen wir alles mit. Was weiß ich nicht was. Ich glaube, hier haben wir auch alles mitgenommen. Seine Banditenbande hier ist auch tot. Ich denke, das war's hier. Das Kreuz ist nur da, weil wir den Wegpunkt halt dahin gesetzt haben. Das muss ich dann halt mal wieder irgendwie rückgängig machen. So, Wegpunkt löschen. So, und ich habe den doch jetzt gelöscht. Warum ist der noch da? Karte. Wegpunkt setzen? Der ist doch weg. Hey, warum ist der noch angezeigt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir haben es auf jeden Fall geschafft hier mit unseren Dolchen. Wir haben wieder mal einen Quest geschafft. Aber erst im nächsten Part werden wir unsere Belohnung wahrscheinlich bekommen. Weil ich mich dann jetzt erstmal auf den Weg zurück machen werde. Obwohl ich das auch immer lieber mit euch zusammen mache, weil ich immer nicht weiß, was doch auf dem Weg auch immer auf uns zukommt. Aber mal schauen. Wenn da nichts Wichtiges kommt, dann laufe ich einfach mal zurück. Und wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur: Reckoning. Bis dann.